Hollywoods Geheimnisse. In der Unterhaltungsindustrie soll ein Netzwerk von Menschen existieren, die Macht und Einfluss nutzen, um sich an minderjährigen Schauspielern zu gehen. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ihr spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die ganze Community. Ich küsse eure Zirbeldrüsen. Ich habe gerade einen Talk hinter mir mit Belash. Ja, ich werde den hier unten in der Beschreibung verlinken. Checkt den auf jeden Fall aus. Ist ein sehr starker Talk geworden. Ist auf dem Hauptkanal online, Leon Lovelock, unten in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt ziehen wir uns ein Video rein. Endlich mal wieder von Flex Doku. Das Video heißt Hollywoods Geheimnisse. Mysteriöser Tod nach Enthüllungen. Leise Recherche, meine lieben Freunde. Wir sind da aber sowas von. Und ich bin gespannt, was hier passiert. Ich weiß gar nicht, um was es geht. 0%. Aber Flex-Dokus sind eigentlich immer stabil. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein und ziehen uns das rein. Daumen nach oben da lassen, Kommentärchen schreiben, Kanal abonnieren. Und der Peter geht los. Hoffe, alles okay bei euch. Yo, Leute. Hoffe, alles okay bei euch. Haut's, zweimal alles okay, na Mann? Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut, mein Bruder, ich liebe dich. Im heutigen Video geht es um den Schauspieler Isaac Cappy. Isaac Cappy, noch nie gehört, Bro. Wieder ein Thema, von dem ich noch nicht gehört habe. Wie der letzte, der McAfee-Cousin. Also der Flex, der holt da Stories raus, von denen ich noch nie gehört habe. Zwischen den Jahren 2017 und 2019 hat der an mehreren Livestreams einige der größten Namen in Hollywood der Pädophilie beschuldigt. Darunter Oprah, Tom Hanks, Steven Spielberg und viele weitere. Oh shit. 2019 machte er seinen letzten Livestream, in dem er ebenfalls Leute exposed hat. Er betonte mehrmals, nicht selbstmordgefährdet zu sein. Doch nur 3 Tage später ist genau das passiert. Krass, Digga. Er sprang von einer Brücke und wurde danach von einem Auto überfahren. So wie McAfee. Hat auch gesagt, er würde sich niemals selbst umbringen. Tate sagt das auch immer wieder in den Podcasts. Die wissen schon. Genau, 3 Tage nachdem er selber gesagt hat, dass er sich niemals umbringen würde, hat er sich umgebracht. So, das ist dann schon suspicious, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf an der Stelle. Mund deklariert. Wir werden uns anschauen, was an den Behauptungen steckt, die er verbreitet hat. Außerdem gehen wir auf Oprah und ihre fragwürdigen Freunde ein. Und eine Frau, die etwas Großem auf der Spur war und die ebenfalls kurze Zeit später Selbstmord begangen haben soll. Jeffrey Epstein auch. Mann, Dings auch. Dr. Sebi. Dazu gehen wir auf ein paar schockierende Behauptungen über verschwundene Kinder ein. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert und aktiviert die Glocke. Danke im Voraus. Are you saying that they're pedophiles? Yes. And they're still in this business? Yes. You're 7 years old and someone is stroking your penis. It feels good. What the fuck? Even though you don't have a name for what that is, it feels good. What the fuck you talking about, bro? Oprah Winfrey is a slave trader. Why do you think she has that school in South Africa? Haiti, the earthquake in Haiti. So many kids were taken from Haiti and Syria, exactly. I can tell you that the number one problem in Hollywood was and is and always will be pedophilia. I'm not going to talk about Tom Hanks either, who is also a pedophile. And then like even like that freaky weird pedophile shit that be going on, like you hear about it, but it's dark and demonic energy that this industry was built on. Bild, Bro. Hört man immer wieder, ne? Hört man immer wieder, meine lieben Freunde. Ich kann hier nicht sitzen und sagen, ich weiß ganz genau, was da dran ist oder nicht. Aber dass man es immer wieder hört, kann man auf jeden Fall nicht verleugnen. So. Isaac Cappy war ein amerikanischer Schauspieler. Er spielte im Film wie Thor, Terminator, Die Erlösung sowie in der Serie Breaking Bad mit. Vor seinem Tod fiel er durch mehrere verstörende Aussagen auf, in denen er behauptete, dass einige der größten Namen in Hollywood Personen mit bestimmten Vorlieben seien. Eines Tages traf sich Isaac mit seinem langen... Das Ding ist auch, wenn man mal so einfach mal ein bisschen kritisch an die Sache rangeht, so was hätte er denn für einen Grund, warum er lügen sollte? Weißt du, wie ich meine? Ah krass, das ist der. Jetzt erkenne ich ihn gerade. Warum sollte man sowas erfinden? Warum sollten so viele verschiedene Leute sowas einfach so erfinden? Ohne Grund. Freund Seth Green, den viele von euch kennen werden. Das Treffen endete mit einer Enthüllung eines Geheimzimmers hinter einem Bücherregal. In diesem Zimmer befanden sich Kinderspielzeug und allgemein Gegenstände, die darauf hinweisen, dass sich Kinder daran spielten. Ach du Scheiße. Während eines weiteren Gesprächs gestand Seth, dass er sich zu Kindern hinzugefühlt. Isaac hat nicht direkt etwas dazu gesagt. Er sammelte zuerst Informationen und begann dann in mehreren Livestreams Leute aus Hollywood zu entlarven. Er war der Erste, der Namen genannt hat.
In seinem Livestream offenbarte er, dass angeblich Tom Hanks, Regisseur Steven Spielberg und viele andere in diese Tom Hanks habe ich auch schon ab und zu mal gehört. Schafften verwickelt sein. Er sagte, man könne sich schwer vorstellen, dass so etwas existiert, aber das tut es. Der einzige, der von Cappy verteidigt wurde, war Michael Jackson. Krass. Er betonte, dass die Medien und die Pharmaindustrie ihn zerstört haben. Die Medien hätten sich auf jede kleine Behauptung gestürzt, die von Leuten, die ihn ausnehmen wollten, behauptet wurde. Ebenfalls sprach Cappy über MKUltra. Er behauptete, dass viele Stars in Kinderjahren zu Opfern gemacht werden, damit sie später zu Tätern werden, die dann erpresst werden können. Angeblich gibt es in Hollywood ein Level, in das man nicht gelassen wird, ohne dass man etwas gegen die jeweilige Person in der Hand hat. Angaben nach ist jede Person in den oberen Stufen von Hollywood erpressbar. Cappy beschuldigte auch die Talkshow-Moderatorin Oprah Winfrey, in diese fragwürdigen Aktivitäten verwickelt zu sein. Er behauptete, dass sie eine der Personen ist, die Hollywood mit Kindern versorgen würde. Das sei auch der Grund, warum sie in Afrika Schulen eröffnet habe. Die Behauptung, dass prominente Persönlichkeiten Schulen in Kontinenten wie Afrika eröffnen, um Kinder auszubeuten, wird sehr oft gemacht. Die Sängerin wurde vor kurzem wegen etwas Ähnlichem angeklagt. Madonna sorgte kürzlich für Schlagzeilen mit ihrer Wohltätigkeitsarbeit in Malawi. Die Sängerin adoptierte 4 Kinder und gründete 2006 die Organisation Raising Malawi, die Waisen und gefährdete Kinder durch Gesundheits- und Bildungsprogramme helfen soll. Allerdings erhob die Wohltätigkeitsgruppe Ethical Watch Foundation schwere Vorwürfe gegen Madonna. Die Gruppe behauptete, dass Madonna ihren malauischen Adoptivsohn und andere malauische Kinder für soziale Experimente missbraucht habe. Was für Experimente? Anklagt. Sie hat mit Absprache der Eltern Kinder an Leute vermittelt. Eigentlich hat du. Mit den Eltern. Oh, das ist so ein Thema, da geht's auch. Wenn es ums Thema Kinder geht, ganz schlimm, ganz schwierig, da noch irgendwie ruhig zu bleiben, sage ich euch ehrlich. Emotional für mich persönlich auch eine ganz, 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 ganz schwierige Nummer. Ich weiß, ich liebe Kinder so krass, Digga. Ich würde sterben für Kinder, weißt du? Abgemacht, dass diese ihre Kinder regelmäßig sehen würden. Doch die meisten haben ihre Kinder nie wieder gesehen. Oprah is a slave trader. Let that sink in. Du musst mal überlegen, was für Mensch du sein musst, damit du Kindern was antust. Weißt du, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann mich nicht in solche Menschen reinversetzen und ich will das auch gar nicht so. Aber was muss bei dir schiefgelaufen sein? Du kannst kein normaler Mensch sein, weißt du? Du kannst kein normaler Mensch sein, wenn du Kindern irgendwas antust, so. Das funktioniert nicht. Das kann eigentlich nicht über dein Herz gehen. Du würdest es nicht können. So. 100% true. Oprah Winfrey is a slave trader. Why do you think she has that school in South Africa? Why does she hang out with who she hangs out with? Oprah Winfrey is a slave trader. War die auch auf Epstein's Island, Digga? Ist die auch auf der Liste mit drauf, Oprah? Würde mich nicht wundern dann. Does the name John of God ring a bell? Cappy sagte, dass man sich mal die Leute anschauen soll, mit denen Oprah verkehrt. Zum Beispiel einen Mann namens John of God. John of God, ein brasilianischer spiritueller Heiler, erlangte internationale Bekanntheit für seine angeblichen Heilungen und spirituellen Praktiken. Er betrieb eine Klinik in Brasilien und behauptete, durch seine spirituellen Verbindungen Heilung für eine Vielzahl von Krankheiten zu ermöglichen. Doch im Jahr 2018 behaupteten plötzlich Leute, dass er sie sexuell missbraucht hat. Zahlreiche junge Mädchen und Frauen, darunter auch ein... Siehst du, so nutzen die Leute die angebliche Spiritualität aus, um ihre ekelhaften Machenschaften durchzuziehen. Seine Mitarbeiterin beschuldigten ihn, dies begangen zu haben. Die Anschuldigungen reichen. Einer schreibt gerade, die sind doch so besessen vom Teufel, dass ich sogar glaube, dass die freiwillig gerne machen. Ja, Bro, das ist halt auch das ich glaube, dass gerade wenn du so ein Star bist, weißt du, wie ich meine, der quasi alles bekommt und alles haben kann. Also das ist ja oft so, dass es auch den mächtigen Menschen der Welt vorgeworfen wird und den Hollywood-Stars und den Music-Stars und so. Und ihr müsst euch vorstellen, das sind Menschen, die haben so viel Geld und Macht, dass sie irgendwas Neues brauchen, um sich irgendwie geil zu fühlen. Und sich, weil dieses Geld- und Macht-Thema und dieses andere Menschen himmeln mich an und so, das ist wie eine Droge, weißt du? Und irgendwann, wenn du die so viel bekommst und so oft bekommst, dann befriedigt die dich nicht mehr und dann willst du drüber hinausgehen. Deswegen machen solche Menschen solche kranken Geschichten meiner Meinung nach auch so, weißt du? Weil die einfach den nächsten Kick suchen. Das nächste, was die auf irgendeine Art befriedigt oder wo sie ihre Macht ausüben können, Digga. Und Kinder sind halt die schwächsten Wesen auf der Erde so oder schwächsten menschlichen Wesen so. Und dann fangen die an, ihre Macht so auszuüben, damit die sich irgendwie wieder machtvoll fühlen und die diese ekelhafte Teufelsenergie wieder befriedigen können auf eine Art und Weise. So, weißt du, wie ich meine? That's crazy, bro.
von Belästigung bis hin zu Vergewaltigung. Die Vorwürfe führten zu Ermittlungen und schließlich zu seiner Verhaftung im Dezember 2018. Manche Zeitungsartikel berichten von 300, andere von 600 Fällen, wegen denen er angeklagt wurde. Letztendlich wurde er zu 118 Jahren Gefängnis verurteilt. Doch über diesen Mann gingen auch andere sehr schockierende Dinge rum. Die Aktivistin Sabrina Bittencourt, deren Ermittlungen zu seiner Verhaftung führten, behauptete, dass John auch einen B-Handel betrieb, bei dem Kinder in Brasilien gezüchtet wurden, bevor sie an kinderlose Paare auf der ganzen Welt verkauft wurden. Sie behauptete, dass junge Mädchen in abgelegenen Farmen gehalten werden, wo sie gezwungen wurden, Babys zu gebären. Ey, Bruder, das ist hardcore, Bro, das ist hart gerade. Sabrina sprach mit Frauen aus drei Kontinenten, die behaupteten, sie hätten Babys von John of God gekauft. Der Preis betrug zwischen 20.000 und 50.000 Dollar. Die schockierende Wendung in dem Fall, Sabrina begann ebenfalls Selbstmord, während sie in Spanien lebte, um sich vor den Morddrohungen zu schützen, die sie wegen der Ermittlungen erhalten hat. Dieser Mann war ein sehr guter Freund von Oprah Winfrey und wurde sogar von ihr promoted. Dieses Muster findet man oft bei Oprah. Sie war auch sehr gut mit Harvey Weinstein befreundet, der ebenfalls wegen den gleichen Vorwürfen wie der Heiler verurteilt wurde. Der Sänger Seal behauptet sogar, dass Oprah über die ganzen Taten von Weinstein Bescheid wusste. Als die ganze Sache ins Rollen kam, hat er dieses Meme hier gepostet. Wenn du seit Jahrzehnten ein Teil des Problems bist, aber plötzlich alle denken, dass du die Lösung bist. Lasst uns mal kurz anhören, was Oprah über Missbrauch denkt. I understand a big part of the confusion and shame for child victims is that the attention and the seduction from the predator, who is probably gonna be somebody you know. Right. In order for it to work, it has to be somebody you know, somebody you admire, somebody you respect, or maybe even love. And it feels good. I mean, if you're 7 years old and somebody, which I was trying to say this to my friends who had children, you're 7 years old and someone is stroking your penis, it feels good. Hört sich irgendwie so ein bisschen an, als ob die das rechtfertigt, ne? Oder stehe ich auf dem Schlauch, Digga? Even though you don't have a name for what that is, it feels good. Die Warum musst du das so betonen, Digga? Unterhaltungsbranche, ob nur Musik oder Schauspiel, so. Digga! Das ist jetzt das, was du hervorhebst, oder was? Ein Hotspot für Leute mit diesen Vorlieben sein. Und das behaupten nicht irgendwelche Leute, sondern Film und Serien. Die reden, das hört sich für mich so an, als ob die sich das schönreden auf eine Art und Weise. Weißt du, wie ich meine? Die will das vor sich selbst rechtfertigen. Warum redest du auch unbedingt über einen Penis? Weißt du, wie ich meine? Hast du das vielleicht selber schon mal gemacht, Digga? Da lehne ich mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber... ...Stars, die jeder von euch kennt. Prominente wie Macaulay Culkin, Elijah Wood und viele andere haben über die Unterhaltungsbranche behauptet, dass solche Probleme dort weit verbreitet sind. Elijah Wood äußerte sich bereits vor fast 10 Jahren in einem Interview. Er sagte damals der Times, dass er nie auf Partys gegangen sei, auf denen so etwas passierte. Seine Mutter hat ihn davor geschützt, mit Leuten zu interagieren, die ihn ausnutzen könnten. Er sagt, er wurde auf dunkle Pfade geführt, um zu erkennen, das ist der Typ von Herr der Ringe, ne? Dass diese Dinge wahrscheinlich immer noch passieren. Auch der Rapper Nick Cannon hat ähnliche Behauptungen aufgestellt. Er berichtet, dass er oft beobachtet hat, wie Personen in Hollywood alleine mit Kindern oder jungen Frauen in ein Zimmer gegangen sind und jeder sozusagen wusste, was da passieren wird. Es ist ein offenes Geheimnis. And then like even like that freaky weird pedophile shit that be going on, like you hear. Ist auch krass, Nick Cannon, dass er diese Sachen auch auspackt in dem Interview. Das ist crazy, Bro. Der Nick Cannon ist auch derjenige, der die Dr. Sebi-Doku weitergemacht hat, nachdem die quasi Nipsey Hussle aus dem Weg geräumt haben, so, weißt du? Scheint auch ein stabiler Dude zu sein. Ich kenne ihn jetzt nicht so krass. Ich glaube, der hat auch 20 Kinder oder so, der Cousin. But it's dark and demonic energy that this industry was built on. And people manipulate young women, they manipulate kids, and at the end of the day, it's all for the dollar and all to feed their ego. So I've seen some shit. Facts. Where you're like, that's just not right. Like, that's just, that person shouldn't be talking to that person. That person shouldn't be in the room with that person alone. Lass uns noch auf einen weiteren Fall eingehen. Bevor wir zum Livestream kommen, den Kevin. Hat den Talk up mit krass. With that alone. Lass uns noch. 13 Kids, okay. Ja, siehst du? Da fühle ich den Cousin auf jeden Fall schon, wenn ich das so sagen darf. Ja, der Piers Morgan noch bei CNN damals.
bevor der gecancelt wurde, der Maniac. Einen weiteren Fall eingehen, bevor wir zum Livestream kommen, den Cappy 3 Tage vor seinem Tod gemacht hat. Ein weiterer Vorwurf kommt von Corey Feldman, der dasselbe wie alle anderen behauptet, und zwar, dass Hollywood voll ist mit Leuten, die diese Neigung haben. Feldman begann seine Karriere im Alter von 3 Jahren mit einem Auftritt in einem McDonald's Werbespot. In seiner Jugend trat er in über 100 Werbespots und in 50 Serien auf. Oh shit, so jung. Außerdem hat er in Filmen wie die Goonies, Lost Boys und Stand By Me mitgespielt. Die Behauptungen von Corey Feldman haben in den letzten Jahren viel Aufmerksamkeit erhalten. Er behauptete, dass er und andere junge Schauspieler während ihrer Zeit in Hollywood missbraucht wurden. In der Unterhaltungsindustrie soll ein Netzwerk von Menschen existieren, die Macht und Einfluss nutzen, um sich an minderjährigen Schauspielern zu gehen. Und dass all das von jedem in Hollywood gedeckt wird. Jeder weiß, was abgeht und keiner sagt was dazu, weil alle von diesen Leuten profitieren. Die beschützen sich gegenseitig und die haben sich gegenseitig auch in der Hand. So. Der Begriff Machtmissbrauch wird häufig im Zusammenhang mit der Unterhaltungsbranche verwendet. Es ist schon zu oft angesprochen worden. Es gibt zu viele Leute, die wirklich in der Industrie waren, die über solche Dinge berichten, sodass man das nicht mehr ignorieren kann. Meiner Meinung nach so. Du kannst nicht sagen, dass es das nicht gibt. So. Kannst du nicht mehr. Zeichnet den unangemessenen Einsatz von Macht, Einfluss oder Autorität. Ein kleines Beispiel, wie das abläuft. Eine junge Frau oder ein kleines Mädchen mit ihren Eltern gehen zu einem Filmcasting. Schon bei dem Casting wird darauf geachtet, wie weit die Bewerber gehen würden. Ja. Frauen und Eltern, die bereit sind, am meisten zu tun, werden häufig bevorzugt. Ey, das habe ich auch schon gehört. Ich kenne Leute, die selber auch schon für krasse Brands so Modeling-Jobs gemacht haben, die ist das. Selbst da, also ich kenne einen, der war bei Nike und so, der hat für Nike in Amerika Model-Jobs gemacht und so. Und selbst da gucken die testen, wie weit die gehen können. Gucken so, haben dem gesagt, zieh doch mal ein Kleid an, willst du mal am Joint ziehen und so. Gerade diese Leute, die sich um die Klamotten kümmern auch und so, ne? Das hat man auch schon öfter gehört, so. Die gucken halt, wie weit man mit den Leuten gehen kann. Und die sind quasi so die Mittelsmänner auch, die dann den anderen berichten, so, okay, der hat heute ein Kleid angezogen, der ist heute so weit gegangen, der hat die Drogen mit mir zusammengenommen und so. Wir sind vielleicht bereit, den nächsten Schritt zu gehen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Manche Leute sollen so dreist sein, dass sie direkt Angebote machen. Zum Beispiel eine Rolle gegen einen bestimmten Gefallen. Die Opfer von zum Beispiel Weinstein haben, wenn sie... Genauso mit diesem Gay-Shit, das ist ja genauso. Weißt du, es ist nicht genauso, sorry, ist natürlich mit den Kindern viel schlimmer. Ich will das nicht auf eine Stufe heben, aber das hört man auch immer wieder so. Dass die dann in diese, versucht werden, in diese homosexuelle Richtung, weißt du, dass die dahin gepusht werden. Komm, nimm doch mal im Mund, Digga, wir machen ein Video und danach kommst du ein Level weiter. Dann musst du aber auch schön das machen, was wir dir sagen, sonst kommt das Video raus. Mäßig jetzt mal so stumpf dargestellt. Gut mit ihm gestellt haben, Oscars gewonnen. Wenn nicht, haben sie keine Rolle mehr gekriegt. Bei den Kindern spielen oft die Eltern eine Rolle. Wie Elijah Wood vorhin sagte, seine Mutter habe ihn vor der Interaktion mit schädlichen Leuten geschützt. Natürlich ist nicht jede Mutter so. Andere sehen ihr Kind einfach nur als einen Geldbeutel und würden alles mit ihrem Kind machen lassen, damit es berühmt wird. Ist so, gerade in Amerika. I'm saying that there are people that were the people that did this to both me and Corey that are still working, they're still out there, and they're some of the richest, most powerful people in this business. And they are. And they do not want me saying what I'm saying right now. Are you saying that they're pedophiles? Yes. And that. Warum soll er lügen, Digga? Still in this business? Yes. What would you say to a parent who just has the best of intentions who's coming here with their child? If you're saying that there's a lot of predators in this industry. It's a man. Yeah, beschützt die davor. Feathered bird, okay? Be careful what you wish for. That's what I'll tell you. You know, don't go into it with naivety. Don't go into it thinking that it's all roses and you're sunglasses and an entire industry. I'm sorry, I'm not trying. Bester Mann, Digga. I'm just trying to say that it's a very important, serious topic. I can tell you that the number one problem. You're damaging an entire industry. Hollywood was and is and always will be pedophilia. Der letzte Livestream von Cappy war etwas auffällig. Er sagte, dass er etwas Schlimmes getan hat und ein böser Mensch ist. Die Frage, ob er jemanden umgebracht hat, verneinte er. Weder hat es was mit Kindern zu tun. Trotz schlechten Laune und Traurigkeit betonte er nicht, selbstmordgefährdet zu sein. I'm not suicidal. I'm not gonna tell you what I did, because at this point it still could endanger people. And I don't want to do that. Der sieht irgendwie, wenn er redet, nicht wirklich verrückt aus, ne? Und der andere Typ, der da vorhin in der Talkshow saß, auch nicht. Die sind irgendwie, reden auf jeden Fall sehr klar. So, was man jetzt aus so einer Einschätzung entnehmen kann.
Die wirken jetzt nicht so, als ob die komplett durchgedreht sind, wie jetzt zum Beispiel eine Britney Spears oder so, weißt du, wie ich meine? Trotzdem hieß es 3 Tage später, dass er von einer Brücke gesprungen sei, überlebte und dann von einem Auto überfahren wurde. 3 Tage nach dem Livestream? Lasst uns mal die 2 Theorien anschauen, wer hinter dem Tod von Cappy stecken soll. Die erste handelt über Tom Hanks, der von Cappy mehrmals beschuldigt wurde. Oh, I'm not gonna talk about Tom Hanks either, who is also a pedophile. Tom Hanks, folks, is a pedophile. Tom Hanks postete 40 Tage vor dem Tod von Isaac folgenden Beitrag. Er schrieb: Historische Route 66. Roadkill. Ich hoffe nicht. Hanks. Hä? Isaac starb genau 40 Tage nach diesem Beitrag auf der Route 66. Was? Nein, Bruder. Digga, das ist wie ein Film, ne? Diese Hollywood-Scheiße, Bro. For real? War sozusagen ein Roadkill. Hat Hanks immer noch auf Insta? Hat er immer noch auf Insta? Irgendwas war auch in der Corona-Zeit mit Tom Hanks. Irgendwas habe ich schon mal mit Tom Hanks. Da war schon mal irgendwelche Vorwürfe. Tom Hanks, Madonna. Für Beiträge hat er 200. Mit Tom Hanks war irgendwas. Da ist es. Ist es das? Nee. Hier, warte mal. Ja, ja, hier, Digga. Hier, hier, hier. Guck mal, was auf der. Guck mal, was auf dem. Jetzt, Digga. Guck mal, was hier draufsteht. Auf der Schreibmaschine. Dieselbe Schreibmaschine hat Madonna auch irgendwo gehabt. Oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, Digga. Ich habe mir irgendeine Conspiracy darüber reingezogen. Gebt euch das, Digga. 17. März 2020. Einfach Corona. Was postet der für komische Bilder, Digga? Guck mal, hier ein Schnuller einfach, Bro. Let this be the final lost Passive of 2019. Hanks. Bruder. Der postet schon komische Sachen, Digga, sag ich dir, so wie es ist. Hier ist es. Historic Route 66 Roadkill, Fragezeichen. I hope not. Roadkill. Was soll das? Was heißt Roadkill? Ist das so eine, ist das ein Wort, Digga? Oder heißt es einfach wirklich so Road und Kill einfach? Nee, ist kein Wort. Bruderherz, das ist schon komisch. Da er von der Brücke sprang und dann überfahren wurde. Ein Twitter-Account hat auch Dokumente veröffentlicht, in denen der Name des Fahrers offengelegt wurde, der Isaac erwischt hat. Er hieß Forrest. Wie bestimmt die Mehrheit von euch weiß, war eine der berühmtesten Rollen, die Tom Hanks gespielt hat, Forrest Gump. Die Frage, die offen bleibt, warum... Straße des Todes, nein, Free Engel. Straße des Todes würde heißen Road of Death. ...hat jemand Beweise für den Mord liefern, den er angeblich selbst begangen hat. Einige behaupten, dass Tom Hanks darauf vertraut, nicht zur Rechenschaft gezogen zu werden, da er mit dem Präsidenten verwandt ist. Der ist mit dem Bush verwandt, oder was? Weitere Theorie. Ach nee. Dass die Regierung war. Denn in einem seiner Enthüllungs-Livestreams hat er Folgendes gesagt. Huge scam. CIA has been starting wars all over the world for as long as I've been alive, for as long as you've been alive. They start the wars, they cause chaos, people die, and it's a really easy way to snatch children up. Haiti, the earthquake in Haiti. So many kids were taken from Haiti, and it's just there's a lot of Syria, exactly. Auf dieses Thema kann ich nicht näher eingehen. Das letzte Mal ist detailliert. Bruder, ich sag dir so, wie es ist. Alleine, dass du die Eier hast, das schon so, wie wir es jetzt uns reingezogen haben, in dem Ausmaße zu bringen auf deinem Channel. So, dafür respektiere ich Flex-Doku. Das ist auch der Grund, warum ich irgendwann nicht mehr auf die anderen Jungs reagiert habe. Wie heißen die alle? Ben Bugatti und so, die auch diese Dokus machen, weil ich bei Flex-Doku gemerkt habe, Bro, he don't give a fuck, der geht einfach rein und packt alles aus, was zu dem Thema, was es gibt, so, weißt du? Ohne Rücksicht auf Verluste. Als ich das Thema geredet habe, wurde das Video wegen der Verbreitung von gefährlichen Theorien runtergenommen. Krass. Wer das Video sehen will, von dem gerade die Rede ist, soll auf meinen Telegram-Kanal gehen. Erster Link in der Beschreibung. Was denkt ihr über dieses Thema? Schreibt es unten in die Kommentare. At the top levels of wealth, of power, the very top levels, these people are just sick and psycho. The higher you go, the more sick it gets. Es macht doch voll Sinn, wie ich das vorhin auch gesagt habe. Weißt du, wie ich meine? Es macht voll Sinn, weil die wollen einfach noch mehr Macht ausüben. Das macht süchtig, Digga. Macht, Geld und Power, das macht süchtig. Und es zieht dich in einen Bann rein, der nicht gesund ist, so. Weißt du, wie ich meine?
Es ist einfach so. Nicht grundsätzlich, wenn du Geld und ein bisschen Macht hast, aber es ist schwierig, die Balance zu behalten und vernünftig noch ein göttlicher, guter Typ zu bleiben. Das wird, umso höher du kommst, umso mehr Macht du hast, umso mehr Geld du verdienst, immer schwieriger, Digga. Umso mehr du davon hast, umso mehr ist die Tür zum Teufel offen auch. Du musst, darfst ihn halt nicht reinlassen und das wird halt immer schwieriger, umso mehr, umso weiter du nach oben kommst. So. Es ist eine Challenge. Krasse Scheiße, Bro. Sehr interessante Geschichte hier. Schon wieder eine Sache, von der ich so noch nicht gehört habe, ne? Da haben wir wieder was einiges dazugelernt. War natürlich auch ein bisschen verstörend an der einen oder anderen Stelle. Wenn es ums Thema Kinder geht, da bin ich immer, da bin ich sehr emotional im Thema drin, weil ich halt, ja, ich liebe Kinder. Ich will viele Kinder und Kinder müssen beschützt werden. Und wenn man dann hört, dass mit Kindern solche Dinge passieren, so, dann ist man einfach, das macht einen schon auf eine gewisse Art und Weise dann ein bisschen traurig, so mäßig, weißt du? Trotzdem nicht unterkriegen lassen davon. Es ist wichtig, davon mal gehört zu haben, damit man ja nicht erschreckt, wenn man mal sowas auf sowas stößt an der einen oder anderen Stelle. Und immer schön auf unsere Kinder aufpassen, meine lieben Freunde. Alles dafür tun, dass die sicher sind. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Das ist unsere Zukunft, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und ja, ey, wir sehen uns im nächsten Video. Schreibt eure Gedanken dazu unten in die Kommentare rein. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.